Montagmorgen, 8.30 Uhr. Herzlich willkommen zu unserer Handelsbesprechung der aktuellen Ideen heute in Vorbereitung. Was haben wir? Wir sprechen heute über den Silberpreis, wir sprechen über den Nasdaq und wir sprechen über den europäischen Aktienindex, den Euro Stoxx 50. Aber hier erst einmal ein wunderschönes guten Morgen auch an alle unsere Live-Zuschauer. Werden ja immer mehr hier. Steffen, Rolf, Lüttger, einen schönen Start in die neue Woche hier im Live-Webinar und all diejenigen, die hier auch zuschauen über GoToWebinar oder auch unseren Facebook-Account hier bei Tickmill Deutsch, denen sei gesagt, wir kümmern uns hier gerne auch um ihren Wunschmarkt. Das heißt, wenn irgendwo etwas da ist, guten Morgen, Elena, dann gerne hier einfach hineinposten. Und diejenigen, die diese Videos immer auch im Nachgang schauen, wenn mal Zeit dazu ist, hier direkt reinzuschauen live, einfach bitte Anmeldelink anklicken auf der Website von Tickmill. Diejenigen, die es auf GoToWebinar posten bzw. sehen wollen, alle anderen bitte einfach die Gruppe von Tickmill hier auf Facebook liken. Das kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil der Stream direkt auf Facebook läuft. Aber einfach mal eingeben Tickmill Deutsch in der Suche und dann hier unserer großen wachsenden Community auch mit beitreten. Zurück zu unseren Handelsideen, wenn wir über die Dinge hier sprechen, die ich jeden Morgen zeige. Natürlich, da gibt es auch den rechtlichen Risikohinweis, den bitte ich hier an dieser Stelle natürlich auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Aber damit genug, gehen wir mal zur Nachrichtenseite. Jetzt bitte, bitte nicht erschrecken. Heute gibt es nicht wirklich was. Wir schauen ja hier immer auf die wichtigsten Nachrichten in der Eurozone. Ein bisschen Großbritannien schauen wir uns immer mal an. Wir blicken immer mal nach China und in die USA. Was wir heute hier haben ist President's Day in den USA, da sind die Märkte geschlossen, wir haben einen Feiertag hier. Von der Seite her fehlt dort heute etwas Geld, aber nichtsdestotrotz, was zum Thema Nachrichten möchte ich an der Stelle trotzdem gerne noch loswerden. Wir wissen ja inzwischen, Nachrichten machen Kurse. Wie man damit umgeht, muss man sehen. Das hatten wir hier an dieser Stelle in dem ein oder anderen Ausbildungswebinar auch schon gehabt, die wir immer freitags machen, aber wir hatten Freitag wirklich schöne Sachen, die die Märkte auch in der Eurozone mitgestützt hatten. Wir hatten hier die Nachricht, dass die EZB neue Geldspritzen als Konjunkturhilfe erwägt. Hoho, Geld, Konjunkturhilfe, da mag es dem einen oder anderen dämmern, gut für die Unternehmen. Wer weiß, Aktienkurssteigerung, Indizesteigerung, was geht auf der Währungsseite? Da könnte einiges an Bewegung kommen. Was geht noch? Die Stimmung des US-Verbrauchervertrauens bessert sich überraschend. So eine Überraschung. Auch das gut für die Märkte. Wir haben gesehen, was am Freitag in den US-Indizes los ist. Einen schauen wir uns heute an, den technologielastigen Nasdaq. Und als drittes hier an dieser Stelle, auch vom Freitag, die Hoffnung im Zollstreit treibt europäische Börsen an. Heißt was? Kleiner Silberstreif am Horizont. Es könnte alles gar nicht so schlimm sein, wie es am Anfang war. Huh! Sowas. Was geht? Die Kurse steigen und das nutzen wir natürlich sehr, sehr schön zum Trading an den Märkten an dieser Stelle. Also hier, Andreas, du schreibst, nein, die Kurse machen Nachrichten. Du hast natürlich recht, wenn Kurse steigen, dann stürzen sich die Leute darauf, die passenden Nachrichten zu suchen. Ist ganz ehrlich, scheißegal. Oh, Entschuldigung, völlig wurscht an dieser Stelle. Wir wollen Geld verdienen. Was die Kurse bewegt, kann uns eigentlich relativ egal sein an dieser Stelle. Wir gucken, was in den Märkten passiert. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich rein in die entsprechenden Charts. Wir haben hier heute, wie ich schon gesagt habe, den Silber, den Nasdaq und den Euro Stoxx 50. Den Euro Stoxx 50 haben wir hier direkt mit auf der Uhr. Heißt an dieser Stelle, wir gucken mal, was hier passiert ist. Wir sehen ja hier diesen grün markierten Aufwärtstrend. Der ist sehr, sehr gut angelaufen. Wir hatten hier das untergeordnete Unterstützungsniveau. Das sieht man auch gut im Stundenchart. Das lag um die Marke von 3170. Punkten über in diesem Dreh hin noch herum. Da gab es am Freitag einen ordentlichen Boost nach oben hier. Das Top hatten wir liegen um die Marke von 3246. Das war hier das Hoch an diesem Tag. Und da haben wir drüber, wenn es jetzt weiterläuft, hier erst einmal, wenn wir diese Marke wuppen, da sind wir ja heute schon mal ganz kurz drüber gelaufen, aber wenn wir diese Marke komplett rausnehmen, hier, da haben wir einen wichtigen Punkt hier überschritten, nämlich eines der Korrekturhochs dieses untergeordneten Abwärtstrends. Und dann kommt eine Marke, wo viele gesagt haben, wir sind ja in einem Bärenmarkt. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich klicke mal kurz rüber auf die Woche,
Wenn wir uns den Bärenmarkt mal anschauen, dann haben wir ja hier momentan ein wirklich echtes, richtiges Level. Wenn das oben rausgenommen wird, dann sind das sehr, sehr gute Anzeichen dafür, dass dieser Bärenmarkt wirklich vom Markt jetzt rausgenommen wird. Das heißt, wir sind jetzt hier den letzten Bewegungsschub nach unten extrem weit korrigiert. Und wenn wir hier diesen Bereich zwischen 3.200 und ein paar eine 60, beziehungsweise hier 2.300, ja knapp 3.300 Punkte, wenn wir das oben rausnehmen, dann sind wir hier über ein wichtiges, wichtiges Level drüber gerutscht, was dann das Ganze natürlich wieder deutlich positiver ausschauen lässt. Da stehen wir jetzt dran. Das heißt, hier haben wir Chance und Risiko in beider Maße sehr, sehr hoch. Prallen wir ab, dann ist das Risiko da, dass wir nach unten fallen. Läuft es aber drüber, dann haben wir wirklich eine sehr, sehr schöne Chance, auch mittelfristig. Hier, schaut mal, wo wir ranlaufen können, da geht einiges hoch. Aber im kurzfristigen Bereich, da ist es halt schön zu sehen, dass wir hier diese kleinen Marken oder diese wichtigen Marken sehr, sehr nahe gerade dran haben. Und wenn an diesen Stellen natürlich Kauforders in den Markt kommen, wenn die fluten, weil hier Absicherungsorders von Abwärtshändlern liegen, dann könnte das ordentlich für Dynamik sorgen nach oben hin. Das heißt, diese Marke sollten wir definitiv mit im Blick haben. Sollte es hier noch einmal ein bisschen zu einem Durchatmen kommen, innerhalb dieses grün markierten Aufwärtstrends, da haben wir natürlich immer noch die Situation, der Markt kann, soll und darf auch gerne korrigieren. Das können wir dann im kurzfristigen Trading nutzen. Mit Blick nach unten hier, wie schon gesagt, dieses Unterstützungslevel um die Marke von 3.170 Punkten. Darunter haben wir noch das Korrekturtief des aktuell grün markierten Trends. Das haben wir hier liegen bei 3.123 Punkten. Wir blicken hier mal noch eben in die Stunde rein, weil die habe ich ja auch angesprochen. Das sind die Sachen, die wir hier haben. Hier haben wir halt gesehen, hier lief die Stunde schön hoch. Das war die Bewegung. Dann gab es einen Rutsch nach unten, kleiner Abwärtstrend. Das wurde dann komplett auch oben rausgenommen. Und wenn wir uns das Ganze mal etwas noch weiter anschauen, dann sehen wir halt hier, dass das hier sehr, sehr gut nach oben gelaufen ist. Hier sehen wir die Bewegung und Korrekturtrends. Und wie schon gesagt, hier sehen wir dann, was los ist, wenn der Markt wieder korrigiert. Dann sehen wir hier nach unten. Hier sehen wir halt diese Marke von 3.173. Das ist hier ein Hoch gewesen. Da ist der sich ein Trend nach oben fortgesetzt. Hier ist es momentan das aktuelle Tief. Also wir haben hier ein leichtes Support-Level im Stundentrend und wie schon gesagt im Tagestrend hier ganz klar das aktuelle Korrekturtief bei 3.123. Das ist auch das, was man im untergeordneten Stundentrend sehr, sehr schön mitsehen kann. Gehen wir dann in den nächsten Markt hinein. Schauen wir hier auf den technologielastigen Index, den Nasdaq 100. Da ist die Sache optisch gesehen ähnlich wie im Euro Stoxx 50 gerade, nur dass wir hier etwas andere Zahlen haben. Heißt also, der Abwärtstrend, den ich gerade auch im Euro Stoxx 50 angesprochen habe, dieser große übergeordnete, der hat hier oben bei der Marke von 7.136 Punkten auch einen sehr, sehr wichtigen Bereich. Wird das nämlich überschritten, wird dieses Trendhoch rausgenommen. Das heißt, mit diesem großen dynamischen Abwärtstrend ist dann erst einmal irgendwas nicht mehr in Ordnung. Das ist sehr, sehr positiv zur Fortführung von diesem Aufwärtstrend, den wir hier mit haben. Das heißt, hier sollte der Markt auch mit drüber gehen und das Ganze dann nach oben wegschmeißen. Wenn dann Schwung reinkommt durch Kauforders auch am Markt, dann haben wir hier auch relativ nah halt die nächsten Punkte liegen und diese Dynamik kann schon dafür sorgen, dass wir einen schönen Kursanstieg nach oben bekommen. Auf der anderen Seite natürlich immer das Risiko. Risiko ist ja für aktive Trader auch immer eine Chance, dass wir hier oben erst einmal noch ein Stück weit abprallen. Wir müssen halt wissen, heute sind die amerikanischen Händler auch nicht da. Mal schauen, was wird. Ein Abprall würde halt heißen, wir müssen mal schauen, was in der Stunde auch läuft. Wichtigerweise sollten wir nicht hier unter dieses Korrekturtief fallen, um die Marke von 6.832 Punkten wurde hier das Tief korrigiert. Und all diejenigen, die die Webinare hier auch schon eine ganze Weile anschauen, die untergeordneten Zeiteinheiten, die markiere ich gerne in Magentafarben und da gucken wir auch gleich mal in den Stundenchart hinein, wo wir das selbstredend auch sehen. Und hier ist es halt so, wenn dieser Trend korrigiert, beziehungsweise wenn es hier auf Tagesbasis zu einer Korrektur kommt, schauen wir einfach mal, was gibt es denn nach unten hin an Anlaufpunkten. Und hier sehen wir halt, dass dieser Trend, der hier nach oben gelaufen ist, um die Marke von hier, von diesem Tief rum, irgendwo über den Daumen, 6.900 und ein paar 60 Punkte, da ist erst einmal das aktuelle Korrekturtief, da kann das auf alle Fälle mal runter korrigieren. Läuft es noch tiefer, dann haben wir hier die Anlaufpunkte aus diesem Schub nach oben. Der nächste hier vor diesem Support aus dem Tageschart liegt dann um die Marke von 6.890 hier
ein Bereich, der wurde auch schon mehrmals getestet im Stundenchart und hat immer dazu geholfen, die Kurse wieder nach oben zu bringen. Das auf alle Fälle ein Bereich, wo der Markt Unterstützung gefunden hat. Das sehen wir hier mit Blick auf die Unterseite. Also hier nach unten hin im Nasdaq die Abstützungen, die Supports beim Falle der Korrektur. Wenn es nach oben geht, wie schon gesagt, da haben wir die Level oben drinnen liegen, die Marken von 7.136, 7.218 und dann noch ein Stück weiter höher, mittelfristig 7.354 Punkte. Also hier auch im optimistischen, positiven Falle bei Kurssteigerung einiges, was nach oben hin mitgenommen werden kann an dieser Stelle. Also das hier im Nasdaq. Und dann schauen wir mal noch in den Bereich der Edelmetalle. Hier ist es so, dass momentan eine sehr, sehr schöne Umkehrsituation entstanden ist. Wir sehen das hier mit Bezug auf diesen Aufwärtstrend, den ich schön korrigiert, der jetzt schön korrigiert hat, heißt also hier, das ist der runterlaufende Trend. In der Stunde lief hier noch der Abwärtstrend, das habe ich auch schon mal mit eingezeichnet. Der läuft jetzt schon wieder nach oben. Hier hat sich, wie schon gesagt, die Umkehrsituation ausgebildet und die setzt sich jetzt auch Stück für Stück fort. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was macht der Markt hier oben an dieser Marke von ungefähr 15,86? Wuppt er das Level weg, setzt sich der Stundentrend auch schön nach oben fort und dann haben wir hier alle Chancen Richtung Trend hoch bei 16,18 Dollar zu laufen. Zwischenstationen können wir hier über die Schwünge auch sehen, um die Marke von 15,92 und hier oben 16,08 knapp. Das ist das, was wir aus dem Verlauf heraus sehen können. Nach unten hin, wenn das Ganze weggeht, man muss sich halt auch fragen, okay, was ist denn los, wenn diese positive Tendenz aufhört? Wo ist denn aller spätestens Schluss mit korrektiver Phase zwischen dem Hoch und dem Tief? Das natürlich, wenn wir hier unten Tiefpunkte schreiben. Das heißt, was wir hier an dieser Stelle an Supports haben, nach unten sollte es doch umdrehen wieder, wäre hier diese Marke von 15,48 und dann hier das Support-Level, was wir auch nach unten liegen haben, bei 15,18 US$ für die Feinunze. Und auch das schauen wir uns noch einmal an im Gold- bzw. im Silberstundenchart hier. Da sehen wir sehr, sehr schön, was hier passiert. Wir haben hier mal das große Bild in der Stunde und hier, wie schon gesagt, den untergeordneten Trendschwung und der ist definitiv rausgenommen worden und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, wir sind ja schon oben reingelaufen in dieses Level hier und das Korrekturhoch, was wir hier gehabt haben aus dem Abwärtstrend, das erste haben wir weggenommen, das zweite, da sind wir reingelaufen, das ist ein gewisser Widerstand, das sehen wir jetzt auch, aber wenn das Ganze rumdreht hier und dann hier oben drüber wuppt, hier haben wir noch eine Marke liegen um die 15,83 und dann schon hier oben die 15,86 als Hoch. Das ist hier kurzfristig drin, wird das Ganze weggewuppt, dann natürlich hier schön den Verlauf nach oben hin mitnehmen. Hier, wenn das Ganze beispielsweise rumdreht, da kann man sich den Stundentrend, wer diesen Stundentrend beispielsweise für das kurzfristige Trading als Taktgeber nutzt und sich sagt, ich möchte hier rein traden, wenn der Markt weiter hochläuft, der kann sich jetzt beispielsweise im 5-Minuten-Chart anschauen. Wir haben jetzt hier leicht eine korrektive Phase und wenn dieses Bild wieder rumdreht, ohne diese Marke hier unten zu unterschreiten, dann bleibt dieser Aufwärtstrend auch erhalten. Das heißt, das hier ist der untergeordnete Support, also das heißt der Support im Stundentrend und wenn wir hier runter korrigieren und das alles drin bleibt und wir hier unten irgendwo wieder rumdrehen mit Aufwärtstendenzen, das wäre dann die Umkehrsituation im Stundenchart und dann würde die Stunde wieder aufwärts laufen in Richtung des Tages. Das heißt hier von der kleinsten Zeiteinheit in die mittlere, in die Größe hinein, ist eine interessante Variante, wenn die Märkte dynamisch nach oben laufen. Sollte dem nicht so sein, läuft es drunter, wenn die Stunde gebrochen wird, dann haben wir wieder die Systematik, dass wir erst einmal ein ganzes Stück nach unten laufen und dann müssen wir einfach schauen, wo wir die Ansatzpunkte in der Stunde haben. Und das haben wir ja auch hier gut ersichtlich hier. Der Markt ist hier an dieser Stelle schon mal markiert. Hier haben wir einen Ausbruchsbereich um diese Marke. Ich ziehe hier mal was rein. Hier ungefähr im Supportbereich um die Marke von, was haben wir hier, 15,68. Also hier, das ist der Raum. Da ist ein Anlaufpunkt. Hier war das Ausbruchslevel möglicherweise dorthin, beziehungsweise wenn wir diesen Trend uns mal anschauen, dann haben wir halt hier unten auch noch zwei weitere Stellen, wo wir im Markt sozusagen noch weitere Händler finden können, die dann nach unten hin entsprechend das Ganze mit abfedern oder Druck drauf geben, je nachdem, was wir machen. Auf alle Fälle die wichtigen Punkte sehen wir hier definitiv auch im Chart mit drinnen. So, damit gut für die heutigen Handelsideen. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz rein, ob wir noch Fragen haben aus den Charts heraus, beziehungsweise in den Chats, da sehen wir momentan nichts, alles klar. Also an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die Zeit hier am Montagmorgen. Jetzt wird es Zeit, ins Trading auch einzusteigen. Allen einen schönen, erfolgreichen Montag und wir lesen dann morgen wieder zusammen im Blog und natürlich um 8:30 Uhr hier an gleicher Stelle wieder.
zur Besprechung der Handelsideen und gerne auch zur Beantwortung der ein oder anderen Zuschauerfrage. Allen einen schönen Montag. Bis morgen. Tschüss.